Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich natürlich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut. Und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Video. Ich habe mir gedacht, es wird Zeit, weil ich glaube, das letzte Zuschauerpostvideo liegt jetzt fast 2 Monate zurück. Und ja, ich habe ein bisschen Post von euch bekommen, worüber ich mich ja immer riesig freue, dass noch ab und zu was sich in meinem Postfach befindet. Und ja, ich würde sagen, ich habe mich geschminkt schon so ein bisschen. Eigentlich fast alles, bis auf meine Augen. Ich habe nämlich auch von einer lieben YouTuberin Post bekommen. Und ja, da ist was dabei, das möchte ich ausprobieren für meine Augen. Deshalb nicht wundern, das kommt dann quasi als kleines Special noch hinten dran. Genau, jetzt fange ich mal an mit der Post. Und zwar hatte ich 2 Postkarten. Und zwar eine von Kos. Da. Da möchte ich auch mal hin, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und ich lese mal vor. Liebe Nadine, bei herrlicher Aussicht kam ich zur Einsicht und schrieb mit Absicht eine Karte zur Ansicht, wie versprochen. Also das, als ich das, das ist doch Hammer, oder? Bei herrlicher Aussicht kam ich zur Einsicht und schrieb mit Absicht eine Karte zur Ansicht, wie versprochen. Das muss ich mir merken. Also der Spruch ist so cool, ich danke dir dafür. Das muss ich mir aufschreiben und irgendwo hinpinnen. Aus dem Urlaub sende ich dir liebe Grüße und freue mich schon sehr, deine neuen Videos zu genießen. Du bist einfach klasse, bleib wie du bist und fühl dich gedrückt. Liebe Grüße, Dana und Stefan, PS, die Flohmarkt-Quasselstrippe. Ja, ich grüße euch ganz lieb zurück, liebe Dana und lieber Stefan. Ja, die haben mich nämlich dieses Jahr besucht auf dem Trödelmarkt, den wir ja einmal im Jahr haben vom Frauenchor. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe gerne mit dir gequasselt. War eine schöne Zeit und ja, schön, dich kennenlernen zu dürfen. Und ich danke dir, ja, für die wundervolle Karte aus dem Urlaub. Die werde ich auch gut weglegen. Vielen Dank und liebe Grüße an euch. Die nächste Postkarte, auch super süß, schaut mal, da steht glaube ich schon drauf, die hatte einen weiten Weg aus Afrika. Ja. Oh, ich finde Elefantenbabys zuckersüß, muss ich ja gestehen. Liebe Nadine, viele Grüße aus dem schönen Südafrika, Martina. Ja, ich danke dir für deine Karte aus Afrika. Ich hoffe, du hattest eine tolle Zeit dort und ich danke dir, dass du an mich gedacht hast. Ich finde das immer klasse, weil ich weiß nicht, ob ich mal nach Afrika, nach Südafrika komme. Ich glaube fast nicht und deshalb freue ich mich, wenn ihr mir auch aus eurem Urlaub oder vielleicht wohnt ihr ja sogar. Manche schreiben mir und grüßen mich aus Jugoslawien, aus Holland und was weiß ich, ne? Also ich freue mich immer sehr und deshalb danke ich dir und ganz liebe Grüße an dich, liebe Martina. So, jetzt habe ich hier 3 Briefe, einen wunderschönen Briefumschlag, schaut mal, mit einem Piepmatz und ein paar Blümchen. Ja, meine Postfachadresse ist eigentlich unter jedem Video. Wer mir schreiben möchte, schaut da einfach mal rein. Ja, hinten steht drauf ein Aufkleber, nur für dich gedacht. Nicht vorlesen bitte, sehe ich gerade. Ja, von einer Natalie, so viel darf ich glaube ich sagen. Nur für dich gedacht, bitte nicht vorlesen. Okay, das akzeptiere ich. Das sage ich ja auch in fast jedem Video. Wenn ihr wollt, dass das nur für mich privat ist, dann, ja, dann mache ich das. Genau, das werde ich dann gleich nach dem Video, werde ich das dann in Ruhe für mich durchlesen. Und ich danke dir. Du weißt ja, wer gemeint ist. So, hier steht drauf, alles Liebe, viel Glück, viel Gesundheit. Ich hoffe, es geht dir gut. Wo ist der Panda? Viele Grüße aus Düsseldorf. Bleib immer, wie du bist. Heute keine Versandtasche, okay? Das scheint Post zu sein von jemandem, der mir auch schon öfters geschrieben hat. Wo ist der Panda? Ha, ich schau mal. Ich bin gespannt. Aus Düsseldorf. Düsseldorf ist nicht so weit weg von mir hier. Was heißt, ja, wenn man fährt, glaube ich, wie lange brauche ich nach Düsseldorf? Ah, 1,5 Stunden, glaube ich, sowas.
Ich bin gespannt. Die Briefmarke gefällt mir übrigens auch. Ja, ich habe früher Briefmarken gesammelt und wenn ich von euch Post bekomme und ich habe dann so niedliche Briefmarken da drauf, dann löse ich die auch tatsächlich ab, lasse die trocknen und dann kommt sie in mein Briefmarkenalbum. Ja, sowas mache ich tatsächlich noch. So, ein schöner Brief. Ich hoffe, ich darf es vorlesen. Hier ist keine Kennzeichnung, dass ich es nicht darf. Deshalb hoffe ich oder gehe ich davon aus, dass ich es vortragen darf. Hallo, liebes Nadinchen. Ich schaue gerade dein letztes Zuschauerpostvideo. Ich freue mich sehr, dass dir Mach dieses Buch fertig gefällt. Ja, ach, guck mal. Dann hast du mir zuletzt erst geschrieben mit dem Buch und ja, das ist toll. Ich habe zwar noch nicht so viel mitgemacht, muss ich gestehen, jetzt wo es mir nicht so gut ging in letzter Zeit durch die Schwangerschaft, aber das Buch ist schon spitze. Ich habe es beendet und finde es auch super. Ach, du hast das Buch schon, hattest das auch und hast das beendet? Okay, da muss ich mich ja mal ranhalten. Ich möchte dir von etwas berichten. Ich hasse Fensterputzen. Ja, Fensterputzen ist für jetzt auch nicht mein liebstes Hobby. Nee. Du wahrscheinlich auch, oder? Grins. Ja, also wie gesagt, ich hasse es jetzt nicht. Ich muss ein bisschen die Stimmung haben und ich brauche Musik. Also beim Putzen eigentlich habe ich immer Musik am Laufen und dann geht das. Ich habe den heiligen Gral gefunden. Die Gemaco Fenstertücher. Oh, du kannst... Was? Du kannst kein Fenster... Da kommt kein Fenstersauger mit. Ich habe auch gar keinen Fenstersauger. Das sind diese... diese Fenstersauger, genau. Wischer und Wischwisch. Ich habe aber auch Tücher. Ich glaube auch von Gemaco. Das sind grüne Tücher, so große. Da braucht man kein Putzmittel eigentlich. Das eine ist zum Dreck wegmachen, das andere, damit gehst du drüber und streifenfrei wird das dann trocken. Ich meine, die werden auch von Gemaco. Also seitdem ich die Tücher habe und ich glaube, ja, die habe ich auch schon bestimmt 5, 6 Jahre, hat meine Mama mal besorgt. Seitdem macht mir das Fenster putzen, dann haben wir bestimmt die gleichen. Sie sind in der Anschaffung etwas teurer, ja. Für 2 Tücher 25 Euro, aber die lohnen sich. Ja, da stimme ich dir zu. Wie gesagt, die habe ich auch. Wartet mal. So, ich habe jetzt gerade das Fenstertuch geholt. Hier, also meins ist grün und ist auch von der Firma Gemaco. Siehst du? Und das andere, das ist gerade unten im Keller in der Wäsche und das hatte ich gerade zum Trocknen auf der Heizung. Also die sind wirklich super und das Geld lohnt sich, wirklich. Also ich finde, ich habe die Tücher schon jetzt seit 5 Jahren und die sind immer noch tipptopp. Ich kann sie mit bestem Gewissen weiterempfehlen und möchte sie dir ans Herz legen. Ja, durch Zufall, hast du ja gesehen, habe ich sie tatsächlich schon und ich kann sie auch allen ans Herz legen. Probiere es. Ohne Reiniger und Fenster oder Spiegel putzen. Genau, das finde ich auch klasse. Man spart halt diese Chemie, den Reiniger. Geht damit ohne Probleme. Ich vertreibe diese Produkte nicht. Also, nee, aber wie gesagt, durch meine Mama, die hat die irgendwie, ist da dran gekommen und dann habe ich das gesehen und dann hat sie mir die besorgt. Aber die sind schon klasse. Damit geht das Fensterputzen etwas leichter. Es freut mich jedes Mal, wenn du ein Zuschauerpostvideo online stellst. Es ist so schön zu sehen, dass in der heutigen hektischen Zeit bleibt, um einen Brief zu schreiben und dann auch noch mit so lieben Worten, die von Herzen kommen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Briefe schreiben war früher ja viel moderner als das mit Computer und Internet, als es das noch gar nicht so gab. Ja, da haben wir uns halt Briefe geschrieben. Ja, ich hatte auch viele Brieffreundinnen und habe da auch noch irgendwo im Keller die Briefe, also ein paar. Ja, auch ich wünsche dir wie immer nur das Beste. Bleib so, wie du bist. Viele Grüße, Steffi aus Düsseldorf. Ja, ich danke dir, liebe Steffi, dass du mir wieder geschrieben hast. Und ja, wenn ich das jetzt nicht schon gewusst hätte, dann wäre ich deinem Tipp, deinem heiligen Gral nachgekommen, diese Tücher von Gemaco. Die sind wirklich spitze. Man darf beim Waschen bis 60 Grad sind die waschbar, diese Tücher. Und ja, man muss nur darf keinen Weichspüler benutzen. Das mögen die nicht. Ich finde die auch klasse. Ganz liebe Grüße und vielen Dank an dich, Steffi.
So, jetzt der letzte Brief. Bitte vorlesen. Ach, da steht drauf, bitte, bester YouTube-Kanal Moldawit und auch so eine süße Karte hier, so einen süßen Umschlag mit der Maus. Ja, zuckersüß. Dann öffne ich das mal vorsichtig. Es fühlt sich an einer Stelle hier etwas dicklich an. Ich muss aufpassen. Ich habe immer Angst, wenn ihr mir da schon mal was reinsteckt, ne, so eine Maske oder so, kommt ja schon mal vor. Da habe ich immer Angst, dass ich da reinsäbel. So. Okay. Bitte zeigen. Also bitte vorlesen. Und hier steht drauf, bitte zeigen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Bitte zeigen. Noch eins. Okay. Da waren noch, also zwei. Dann bin ich ja mal gespannt, was darf ich denn zeigen? Zum Aufhängen, YouTube. Wie süß. Hier, so ein Button, YouTube. Und dann, ja, also zum Aufhängen, schön. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich das, ich muss da immer, ich bin ja immer sehr grobmotorisch, dass ich es nicht zerstöre. Dann muss ich mir ja hier, oder, nee, das wäre falsch rum. Nee, so, genau. Ich schau mal, ansonsten kommt es an einen sicheren Ort. Versprochen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, von wem ich das bekomme. Hier ist ja noch ein Brief. Moment. Ach, das war das, was ich gefühlt habe. Wie süß. Hier ist so ein Aufkleber. Hier, mit einem Hund. Und der hat hier so ein aufgeklebtes Auge. Süß. Mann. Liebe Nadine, du bist die beste YouTuberin ever. Dankeschön. Ich bin Larissa und 12 Jahre alt. Oh, Wahnsinn. Jetzt überlege ich gerade, was habe ich mit 12 Jahren gemacht? Da gab es noch kein YouTube. Ja. Aber ich danke dir für deine lieben Worte, liebe Larissa. Ich habe eine Cousine, die heißt auch Larissa. Das ist ein sehr schöner Name, finde ich. Ich weiß, dass ich noch sehr jung bin, aber deine Videos sind mega. Ich finde die aufgebraucht und deine Duschgel-Sammlung-Videos toll. Ich würde mich freuen, wenn du wieder ein Video zu deiner Duschgel-Sammlung machen würdest. Aber die anderen gucke ich auch gerne. Ich würde mich freuen, wenn du mich grüßen könntest. Mit freundlichen Grüßen, Larissa. Dann sende ich dir von Herzen ganz, ganz liebe Grüße, liebe Larissa. Sende ich dir und ich bedanke mich für deine lieben Worte, für den tollen Brief mit diesem süßen Hundeaufkleber und für dein gemaltes Bild hier mit dem YouTube-Zeichen, sag ich mal. Ja, das kommt jetzt gut weg erstmal. Ich danke dir von Herzen und ja, ich bin immer wieder erstaunt. Ne? Es gibt ja auch schon mal so Fragen einfach unter meinen Videos ab und zu, wie alt bist du eigentlich? Dann frage ich mich immer, spielt das jetzt eine Rolle? Warum? Ich selber habe viele abonniert, die jünger sind wie ich, die älter sind. Und ja gut, auch wenn ich jetzt sage, ich bin 41 und vielleicht einige sagen, Larissa, ich finde das toll, dass du sagst, ich gucke dich gerne, auch wenn ich jung bin. Es gibt viele Jüngere, die sagen dann halt, ey, was guckst du dir so eine alte Oma an? Da muss ich dann immer schmunzeln. Ich meine, ihr kommt auch irgendwann mal in das Alter und ich glaube, da ich in einer sehr, wie sagt man, jung gebliebenen Familie groß geworden bin und ich fühle mich auch jünger, ich weiß nicht, wie fühlt man sich mit 41? Die Frage ist immer toll, wenn jemand dich fragt, ich habe Geburtstag, so, und dann, ja, wie fühlt man sich jetzt so mit 40? Ja, was antwortest du dann? Weiß nicht, genauso wie mit 20. Würde ich jetzt antworten. Also ich fühle mich halt noch sehr jung geblieben und mit mir kann man jeden Spaß machen. Und deshalb, Larissa, finde ich das toll, dass du mit deinen jungen Jahren ja meine Videos gerne schaust. Und ich werde mal schauen, dass ich dir den Wunsch noch erfülle, vielleicht dieses Jahr, wenn du gerne die Duschgel-Sammlung. Ich habe ja mein Vorratsvideo abgedreht. Das hast du dann bestimmt auch gesehen. Da hat man ja kurz gesehen, was ich habe. Und im Moment ist es wirklich so, dass wahrscheinlich durch die Schwangerschaft viele Gerüche, was ich jetzt wahrnehme, ist zehnfach verstärkt. Das heißt, ich hatte jetzt ein Duschgel in der Hand. Ja, ich habe damit geduscht und mir war richtig schlecht. Das habe ich eigentlich geliebt. Das war so ein süßer Duft, aber wenn du den zehnfach verstärkt in die Nase bekommst, ja. Deshalb muss ich jetzt gucken, ja. Da muss ich mich durchtesten. Aber, Larissa, ich danke dir von Herzen und sende dir ganz, ganz liebe Grüße, ja? Sei ganz lieb gegrüßt und ich hoffe, dir gefallen auch weiterhin, ja, meine Videos.
Genau, so, und jetzt habe ich hier was, etwas, wie sagt man dazu? Oder muss ich den Absender zuhalten? Hier, mit ganz vielen tollen Briefmarken drauf. So eine Versandtasche aus Harzen, aus Karton. Ja. Der Absender kommt aus Kirchheim. Ich bin gespannt. Die Briefmarken sind wunderschön. Ich öffne jetzt mal. Ich bin sehr, sehr neugierig. Ja, und dann kommen wir nämlich auch schon zum... ich habe dann noch... kommen wir gleich zu. So, Moment. Puh. Och, wie süß ist das denn? Was ist das denn Schönes? Moment. Das ist ja der Wahnsinn hier. Was ich hier alles raushole. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Jawohl. Ich muss erst mal gucken. Hier ist eine Karte. Wer glaubt, Glück könne man nicht kaufen, der war noch nie shoppen. Süß, der ist gut. Den kannte ich noch gar nicht, den Spruch. Tolle Karte. Ja, der war noch nie shoppen. Vorlesen erlaubt. Liebe Nadine, ein kleines Danke für die vielen schönen Stunden mit dir. Du magst die Farbe Lila, Lavendel und Eulen und Hunde, in Klammern Puma auch. Ja, mein Hund heißt ja Puma. Ganz liebe Grüße, Christine. Liebe Christine, ja, du hast vollkommen recht. Ich mag Lila, Lavendel, Eulen und Hunde. Ja, und deine Karte hätte eigentlich gereicht, du süße Maus. Sie hat mir hier so ein, ach, ist das niedlich. Wie sagt man hier, so ein Schlüssel, wo man die Schlüssel dran macht hier. Ich komme jetzt gerade nicht auf das Fachwort. Mit so einem Clip, das finde ich super, aber schaut mal. Mit lauter Hunde, also Herzen und Hundeknochen. Das ist ja süß. Ja. Das kommt bestimmt irgendwann mal zum Einsatz. Finde ich total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Ne? Nicht Christina, Christine. Ja. Dann hat sie mir genau von Isana deine Traumzeit. Das kenne ich. Das ist toll. Lavendel hier. Ja. Was das angeht, bin ich im Moment, obwohl das geht, glaube ich. Wie gesagt, ich nehme manche Düfte so krass wahr und da muss ich immer aufpassen, dass ich jetzt nichts nehme, was eh schon stark duftet. Aber ich glaube, das ging. Und Lavendel, so gerade abends mal eine Viertelstunde in so einem Badezusatz, ist toll. Ja, vielen, vielen Dank. Mann. Und dann, ach, wie süß ist das denn? Oh nein, das ist eine das wird jetzt meine absolute Lieblingstragetasche. Schaut mal. Das ist einfach so ein Leinbeutel aus Stoff mit so schönen Tiermotiven, mit Hunden. Schaut mal. Ich hoffe, das kann man erkennen. Oh. Ich nehme ja so Beutel auch für die, wenn ich Chorprobe habe. Gestern hatten wir gemischten Chor. Die ist nämlich schön breit und ich überlege, dass ich vielleicht die jetzt nehme, auch für meine Chormappe. Ne, da kommt, ich nehme ja immer, ja klar, meine Chormappe mit und dann kommt noch ein Getränk rein und meistens noch ein paar Bonbons. Oh, die ist so schön. Mann, ich bin verliebt. Vielen Dank, Christine. Gefällt mir super gut. Dankeschön. Wo gibt es denn sowas Schönes? Habe ich noch nie gesehen. Danke. Ja, und jetzt hier Eulen. Sind die süß. Schaut euch das mal an. Was ist das jetzt? Auch so eine Trage... Oh, wie süß ist... Wo gibt es denn so schöne Sachen? Das ist auch... Hier, schaut mal. Ich muss mich mal hinstellen. Auch so ein schöner Beutel mit Eulen. Und ich finde die ganz, ganz toll, die Eulen. Mit roten Griffen. Und hier ist dann sogar noch eine Eule aus Metall dran festgenäht. Oh, ist das süß. Ja. Ja, also ich singe ja in zwei Chören. Oder ich packe mir die, ich glaube, die mit den Eulen packe ich in meine Tasche. Ich habe im Moment eine ziemlich große Handtasche, weil da habe ich immer, in meiner Handtasche habe ich immer so einen Beutel, wenn ich jetzt mal irgendwo einkaufe. Ja, und ich glaube, der wird in meine Handtasche gleich wandern. Genau, Einkaufsbeutel und für den Chor. Ich habe jetzt die weltschönsten Einkaufstaschen, Tragetaschen, also zuckersüß. Danke dir von Herzen, du süße Maus. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ich freue mich mega. Vielen, vielen lieben Dank. Wahnsinn. So, ja, jetzt kommen wir hier zu einem kleinen Päckchen, das ich hier nach Hause bekommen habe. Ich habe da schon reingeguckt, weil ich dachte mir, was ist das denn, ne?
von einer Sina. Und ja, ich habe der lieben Sina mal was zugeschickt. Ja, hatte genau in dem Brief hier, da steht drauf, darf vorgelesen werden. Der Brief war in dem Karton und dann diese schöne Karte. So, und da hat sie geschrieben: Liebe Nadine, auch wenn es etwas spät kommt, wollte ich mich noch mit einer Kleinigkeit für die tollen Nagellacke bedanken, die du mir geschickt hast. Ich hoffe, du freust dich darüber. Ganz liebe Grüße, Sina aus Thüringen. PS, die Kerze duftet natürlich nach Lavendel. Ja, ganz, ganz lieben Dank, liebe Sina aus Thüringen. Ja, ich grüße dich ganz lieb. Das hätte doch nicht sein müssen. Aber gut, schön eingepackt. Ich zeige euch das jetzt. Ja, Moment. Hier drin befindet sich... Oh, die riecht so, so toll. Und das geht in meiner Nase. Das ist angenehm. Also es ist nicht so krass und das riecht auch immer noch natürlich. Es gibt mittlerweile wirklich so Düfte oder auch gerade beim Essen im Moment. Jetzt habe ich festgestellt, Rotkohl. Ich habe immer gerne Rotkohl gegessen. Das schmeckt mir gar nicht mehr. Kaffee geht ja schon lange nicht mehr. Aber die hier riecht lecker. Vielen, vielen Dank, liebe Sina. Dann hat die liebe Sina mir noch reingepackt. Ja, ihr... Ich bade halt gerne von TTZ. Eine Portion, danke. Ja, ich danke dir. Granatapfel-Kakaobutter, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Ja, ich rieche beides heraus. Freue ich mich drauf. Ich danke dir. So, und dann hat sie hier noch... Ach, hier war noch ein Zettel drin. Moment, hier so ein kleiner. Gehörte der dazu? Ach so, ja, das sollte ich nicht... Das sollte ich nicht vorlesen. Und dann hat sie mir noch, dann ist der Karton leer, hat sie mir noch hier eine große Flasche zum Baden. Litamin Private Spa Harmony. Ein Duftpflegeschaumbad mit Lavendelextrakt. Wahnsinn. Hat sie schön zugeklebt. Das mache ich jetzt mal auf und schnupper mal dran. Ich hatte jetzt einen Badeschaum. Der war mir dann auch, konnte ich nicht mehr drin baden. Da musste dann Olaf ran, der badet ja auch gerne. Ja, es ist halt im Moment extrem, ne? Hm. Das riecht so Lavendel und Arganöl. Ach so. Ich rieche hier gar nicht so krass Lavendel raus. Ganz dezent, aber es riecht edel. Wahrscheinlich ist das Arganöl. Wow. Habe ich noch nie drin gebadet. Freue ich mich mega drüber. Vielleicht heute Abend. Ja, ich glaube, heute Abend gönne ich mir mal ein Bad. Ja, ich danke dir. Ganz, ganz lieben Dank. So, und dann, jetzt kommen wir dazu, zu der lieben Luzi vom Kanal Unfug Rundfunk. Ich grüße dich ganz lieb. Ja, wir haben uns schon mal was zugeschickt. Ich hatte ihr zuletzt irgendwann mal vor ein paar Wochen was zugeschickt. Und ja, hätte jetzt nicht gedacht, dass sie, ja, da kam dann halt was, ne? Eine prall gefüllte Versandtasche hier bei mir zu Hause an. Erstmal war da drin eine super süße Karte. Eis löst keine Probleme. Aber das tut ein Apfel ja auch nicht. Super Karte, super Spruch. Und hinten hat sie drauf geschrieben: Haha, ganz fett. Haha. Revanche ist lila. Da musste ich schon lachen. Revanche ist lila. Hoffe, du hast noch nichts von den Sachen. Das ist bei uns Sammlern ja nicht so einfach, Smiley. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich kann dir jetzt schon sagen, nee, von den Sachen habe ich noch nichts. Du hast vollkommen fett ins Schwarze getroffen. Ich danke dir. Ja, Revanche ist lila. Finde ich klasse. So, ich fange mal an. Sie hat mir reingepackt in die Tasche, in die Versandtasche von Wet n Wild. Ich glaube, das ist jetzt mein zweiter. Ich hatte mal einen. Ja, den habe ich auch noch in so einem dunkellila. Und das hier ist so ein schönes helllila Pink. Und den hatte ich auch schon auf den Nägeln. Ich konnte es nicht lassen, aber dann war der mir abgesplittert. Ja, jetzt habe ich eine andere Farbe. Aber ich kann sagen, ich finde die toll. Die halten gut. Der deckt in einer Schicht. Das ist die 208B, wen das interessiert. Und es ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Die, ja, ist genau nach meinem Geschmack. Und es sind stolze 13,5 Milliliter drin. Also wie gesagt, ich habe den schon benutzt und ich mag die sehr. Das Pinselchen kommt mir auch entgegen. Das ist nämlich schön breit. Ich habe ein ziemlich breites Nagelbett, seht ihr? Ist ein schönes Pinselchen und
ich hatte keine Probleme, wirklich. Und der wird mit Sicherheit auch bald wieder irgendwann auf meinen Nägeln landen. Ich danke dir. Habe ich mich sehr gefreut. Ja, dann hast du mir hier was reingepackt. Auch in lila verpackt. Das werde ich so zulassen. Weil, wenn du mir, ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber ich denke mal nicht. Das ist jetzt so nicht mein Ding mehr. Ich hatte früher mal ein Wimpernserum. Oh, wie hieß das? Revitalash oder so? Und da bin ich dann aber von weg. Ja, das war mir zu extrem und zu ich weiß nicht, so. Das ist, glaube ich, sowas. Ich bin, weil hier steht drin, ist auch von Wet n Wild. Very Black, das ist Mascara. Up to 80%. Also es soll hier die Wimpern verlängern, wenn man diese Mascara benutzt, ja? Hier steht jetzt nichts auf Deutsch. Klumpfrei, Visible Lashes. Ja, und es soll halt, wie gesagt, ich habe im Moment auch so viele Mascaren, die ich jetzt leer machen möchte. Und ich denke, du bist mir nicht böse. Ich werde diese hier so schön eingepackt lassen und werde die weiterreichen, weil ich habe da schon jemanden im Kopf aus meiner Family. Wie gesagt, ich bin da ganz von runter. Ich benutze halt solche Sachen nicht mehr mit irgendwelchen Sachen drin, die angeblich, ja, manche, das Revitalash hat da damals wirklich extrem meine Wimpern verlängert, aber ich finde meine Wimpern so jetzt in Natura sehr schön und komme damit sehr gut klar. Aber ja, ist eine tolle Sache, aber da werde ich schon jemanden mit glücklich machen. Ja, und jetzt hat sie mir tatsächlich noch hier für die Augen, Wahnsinn, drei Paletten. Einmal von Manhattan, diese wunderschöne Palette. Ich habe da wirklich noch keine von. Genau, die wird auch einen schönen Platz in meinem Regal finden. Von iMazing, iMazing Effekt ist das die Fancy Nude 60M. Ja. Oh, ich glaube, ich muss mir noch ein Messer holen. Die sind, ach nee, habe ich doch hier irgendwo, wa? Wo ist denn mein Messer? Weil die sind hier noch zu. Genau. Das von Manhattan war auf. Da ist ein doppelseitiger Applikator drin. Ich habe mir die bisher nur angeguckt und noch nicht mit dem Finger drin rumgefingert. Das ist von Manhattan. Dieses Quattro ist wunderschön von den Farben her. Ich swatch jetzt mal. Da haben wir einmal so ein Gold. Wow. Krass. So ein dunkler Pflaumeton. Die fühlen sich total weich an. Dann haben wir hier so ein dreckiges Weiß. Was heißt dreckiges? So ein, ja, es ist so ein bisschen dunkelweiß. Und noch so einen schönen hellen Pflaumchenton. Also super pigmentiert, würde ich sagen. Ja, definitiv. Tolle Palette. Ich habe doch irgendwo ein Tuch mir hingelegt, oder? Irgendwo hatte ich Tücher. Hier. Ich danke dir. Die gefällt mir super. Also ich werde wahrscheinlich jetzt nicht alle Lidschatten gleich ausprobieren können, aber ein paar. So. Also die ist wirklich wunderschön. Ist genau mein Ding. Und jetzt muss ich, glaube ich, niesen. Entschuldigung. Ich freue mich sehr über die Palette. Dann hat sie mir von Wet n Wild Fergie. Hier. Aus dieser Reihe, hier steht irgendwo Fergie, ist das Foto, ne, wie heißt sie denn? Ach, hier unten, glaube ich. Ich glaube, das hier ist die Bezeichnung, wenn euch das interessiert, hier. Genau. Und die ist zugeschweißt noch. Da muss ich mal jetzt vorsichtig mit dem Messer. So, das hat jetzt mal ein bisschen gedauert. Das haben sie echt gut zugeklebt. In dieser Wet n Wild Palette haben wir auch so einen schönen doppelseitigen Applikator. Und dann diese wunderschönen Farben. Und ihr seht schon, die außen, die größeren Fännchen hier, die glitzern ganz schön. Das hier in der Mitte, da gehe ich jetzt mal zuerst rein. Ich glaube, das könnte matt sein. Ein wunderschönes, mattes Lila. So blau. Also, okay. Ja, hat so einen leichten Blaustich. Und jetzt gehe ich mal in das Silber hier. Okay. Ja, das ist nicht, also das ist schon mehr Glitzer, seht ihr? Also das könnte ich mir gut vorstellen im Augeninnenwinkel. Da ist schon etwas mehr Glitzer drin. Dann gehe ich mal hier rein in den dunklen. Ist das schwarz? Jo, das ist ein Schwarz mit, ihr seht, Glitzerpartikeln. Da muss man aufpassen beim, oh ja, aber wunderschön, guckt mal. Sehr, sehr deckend und diese Glitzerpartikel sieht man auch ab und zu, glaube ich, ne? Damit ziehe ich mir ja gerne einen Lidstrich oben oder unten am Wimpernkranz.
Dann haben wir hier einmal so eine Pflaume, so ein Fläumchen, auch mit Glitzer. Gebe ich mir mal. Ja, auch wunderschön, schaut mal. Das könnte ich mir auch schön für Silvester vorstellen, sowas mit so Glitzerpartikeln. Ja, nicht nur zu Silvester, aber muss man halt aufpassen. So, und jetzt habe ich euch noch nicht diesen bläulichen Ton mit dem Glitzer geswatcht. Ja, also das ist so ein dunkel, ja, es wirkt so dunkel blau-grau, dieser hier. Das changiert, ne? Schaut mal. Auch eine wunderschöne Palette. Muss man halt ein bisschen aufpassen mit den Glitzerpartikeln, aber okay. Am besten wäre das dann so, wie ich es eigentlich nie mache. Also ich schminke ja eigentlich immer erst Make-up und dann anschließend das Augen-Make-up. Da muss man es, denke ich mal, bei der Palette wirklich andersrum machen. Erst das Augen-Make-up und dann den Rest. Oh, das hält aber gut. Die ziehen ja mal gleich hier in meine Haut rein. Hallo? Ja. Oh, Lidschattenbase habe ich auch schon drauf. Übrigens. So, ich danke dir für die Palette. Und jetzt kommt noch eine, da war ich auch gerade mit dem Messer schon dran, noch eine von, so eine kleine von Wet n Wild. Die 335 hier. Die sieht auch schön aus, oder? Ja, genau. Und da sind sogar zwei Pinsel drin. Wahnsinn. So ein kleiner Zwockel-Applikator und dann noch hier so ein abgeschrägter, aber der ist ziemlich breit. Naja, meistens benutze ich die nicht, aber manchmal ist es auch nicht verkehrt, wenn sie dabei sind. Da steht dann schon drin, wofür man das benutzen kann. Also meistens halte ich mich eh nicht dran, aber ja. Da haben wir hier so einen schönen Nude-Ton. Der schimmert, seht ihr? Der ist so, ja, der hat schon eine gewisse Leuchtkraft, aber der ist nicht ganz so glänzend, seht ihr? Und der, die stelle ich mir unheimlich toll vor auf dem ganzen Auge. Unterm Augenbrauenbogen, ja. Kann man viel mitmachen. In der Mitte, Crease steht da. Das ist so hier dieser Glitzer, ne? Oh ja. Auch auf dem Finger, schaut mal. Auf dem Finger knallt er und wenn ich es abstreife auf der Haut, ich gehe nochmal rein. Gar nicht mehr so krass, aber ist auch nicht verkehrt. Für so ein Smoky Eye muss es ja auch nicht. Aber man sieht den Glitzer, ne? Muss man auch aufpassen. Ich weiß jetzt gleich gar nicht, was ich benutzen soll. Mal schauen, vielleicht kombiniere ich Farben. Und jetzt hier dieser, was ist das? Taupe? Ist das so ein Taupe-Farbe? Auch schön, ja. Ja, so ein Taupe. Doch, ich würde sagen Taupe. Hier. Ein, ja, abgeschwächter Pflaumeton. Ja, die Farben passen auch gut zusammen, finde ich. Auch wunderschön, schönes Finish. Kann man was mitmachen, auf jeden Fall. Ja, also ich danke dir sehr, liebe Lou, für deine Post, für deine Revanche in Lila. Genau, also kann ich alles super gut gebrauchen. Dass ich jetzt sowas nicht mehr benutze, konntest du ja nicht wissen. Aber das wird schon in gute Hände wandern, auf jeden Fall. Ja, ganz liebe Grüße auch an dich und wer die liebe Luzi vom Kanal Unfug Rundfunk noch nicht kennt, ich verlinke ihren Kanal mal. Schaut mal bei ihr vorbei, ich kann bei ihren Videos immer super entspannen. Habe ich schlechte Laune, ist meine Laune, wird schlagartig besser bei ihren Videos. Sie ist einfach total lieb, sympathisch, locker, lustig, alles. Ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, schaut mal bei ihr vorbei. Ja, so, jetzt genau, jetzt habe ich hier irgendwo Pinsel, meinen Spiegel, dann hole ich euch mal wieder ran. Mascara habe ich auch am Start, ja, ich habe heute nur Puder im Gesicht und ein bisschen gebronzt habe ich, ein bisschen Blush, ein bisschen gehighlightet, Augenbrauen, Lidschattenbase. Ich glaube, ich fange mal so an. Ja, wie fange ich denn mal an? Ich glaube, ich fange mal so an. Ich möchte gerne aus allen drei Paletten, oh, jetzt kriegst du schon wieder nicht auf, hallo? Doch, möchte ich gerne Farben benutzen. So, aber wie? Ich bereite mein Augenlid jetzt vor, da gar kein Vorbereitungston mit bei ist, mache ich es jetzt so. Ich habe mir schon einen von meinen Lidschatten hier hingelegt, der ist von Essence, das ist so ein schöner heller Nude-Ton, der nicht schimmert. Chili Vanilli, ja, den habe ich schon ziemlich lange in meiner Sammlung, ist ein toller Farbton und den benutze ich jetzt mal einfach. Chili Vanilli,
kommt jetzt einfach als Grundierung hier überall auf mein Lid und bis auch hoch unter meinen Augenbrauenbogen. Also ich persönlich mache das immer sehr gerne, erstmal hier mein Auge vorgrundieren, weil ich danach immer das Gefühl habe, dass das Bearbeiten der nächsten Lidschatten besser klappt. Das war übrigens von Zu Eva die 227 hier als Pinsel. Liebe ich, ist ein toller Pinsel, kann ich empfehlen. So, ich habe auch gesehen, im Moment gibt es bei Douglas von Zu Eva viele limitierte Pinselsets in verschiedenen Farben. Ja, müsst ihr mal schauen. Ist ja bald Weihnachten, ne? Genau, und jetzt, ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich fange mit Manhattan an, mit der Manhattan-Palette hier. Und baller mir mal was aufs Auge oder in die Lidfalte. Okay, die schimmern ja alle so ein bisschen, egal. Dann nehme ich mir mal erstmalig wirklich, es gab doch diese Einhorn-Pinsel-Edition im DM. Das ist so ein Blendepinsel mehr oder weniger. Den benutze ich das erste Mal jetzt. Und ich glaube, ich nehme mir mal dieses Fläumchen hier. Und ich hoffe, dass Pinsel und Lidschatten sich vertragen. Dass auch was zu sehen jetzt ist hier. Mal gucken. Sieht man was? Ja. Genau. Oh doch. Ist ja jetzt auch für mich das erste Mal hier mit den Farben. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich von Manhattan noch so kleine Paletten habe. Ich muss gestehen, ich gucke da auch gar nicht so häufig. Ich habe mir das jetzt mal bewusst hier auf meinen Knochen gesetzt, weil ihr wisst ja, meine Augen liegen tief in der Augenhöhle. Aber der Farbton an sich gefällt mir sehr. Ich ziehe mir den jetzt auch mal bewusst bis hier vorne. Wir verblenden das gleich noch ein bisschen. So, ich habe das mal eben so schnell für mich gemacht. Ja, doch, also gefällt mir vom Finish auch super schön. Die Lidschatten aus der Palette. Okay, jetzt überlege ich, was mache ich mir erstmal so aufs ganze Auge? Oder, nee, ich glaube, ich mache mal Folgendes. Ich nehme mal hier von Real Techniques, habe ich hier so einen kleinen, spitz zu laufenden Lidschattenpinsel. Und da gehe ich jetzt mal aus dieser Palette hier in den ganz hellen. Oh, der nimmt das aber schön auf. Und gibt mir das also nicht in mein V hier vorne, also in die Mitte, sondern hier auf den ersten Teil meines beweglichen Lides. Oh ja, der ist schön. Der hält so auch so ein bisschen auf. Ja, ziehe ich mir ruhig noch ein bisschen mehr auf mein Lid. Lässt sich ganz gut verarbeiten. Schimmert auch, halt auch so leicht, ne? Ein bisschen. Mh. So. Okay, kann man machen, ja. So, ungefähr gleich, ich denke schon. So, dann nehme ich mir hier so einen Essence-Lidschattenpinsel. Bleibe bei der Palette, weil ich mag halt diesen Taubton. Und den gebe ich mir jetzt mal vorsichtig auf das restliche Lid. Da sieht man gar nicht so aufs Erste jetzt so den Unterschied, ne? Ja, der hier ist etwas heller und so krass ist der gar nicht hier. Den könnte man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Hier bis hoch in die Lidfalte. Nee, ist aber auch schön, ne? Ich sag mal, ich habe ja jetzt auch schon einen ziemlich bunten Ton in der Lidfalte. Da muss es ja jetzt hier nicht, also auf meinem Auge selber nicht so knallig sein. Und das durch dieses glänzende Finish, finde ich, fällt das ja eh auf, ne? Das ist schon, ja, ich würde sagen, ein auffälliges Augen-Make-up. Das sieht jetzt so aus. Ja, doch. Kann man machen. So, jetzt möchte ich auf jeden Fall, ich glaube, ich nehme jetzt mal dieses matte Lila und ziehe mir damit einen, mit einem abgeschrägten Pinsel ziehe ich mir unten, am unteren Wimpernkranz möchte ich das gerne jetzt auftragen. Ich hoffe, dass das zur Geltung kommt. Weil der war ja nicht ganz so gut pigmentiert. Aber ich glaube, doch, doch. Man sieht was, ne? Ja, das ist natürlich genau meine Farbe. Und das gibt dann unten nochmal so einen schönen Effekt am unteren Wimpernkranz, finde ich. So wie ich das mag. Und das ziehe ich mir dann auch gerne bis hier vorne fast. Also bis hier. Ja, doch. Ich gehe noch einmal drüber. Das ein bisschen
Ah, jetzt habe ich Fallout. Das habe ich nicht aufgehoben. Ich habe den Pinsel nicht ausgeklopft. Okay, da muss ich mal eben hier mit so einem anderen Pinsel mal eben das Fallout wegmachen. So. Gut. Das gefällt mir. Ihr wisst, meine Lieblingsfarbe. Ja. Nein, das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist auch schön. Ja, jetzt bin ich halt immer überlegen, was ich jetzt noch machen könnte. So, jetzt habe ich hier einen Blendepinsel und jetzt gehe ich mal von der aus der Manhattan-Palette in dieses, ja, dreckige Weiß, sag ich mal. Und den gebe ich mir jetzt unter meinen Augenbrauenbogen. Quasi auch nochmal so wie sagt man, Highlight, als leichtes Highlight. Und dann kann man auch hier, oh, jetzt ist mein Akku rot. Mist, ich glaube jetzt, naja, mal vielleicht schaffe ich es noch. So, und dann verblenden wir damit hier noch eventuelle Kanten. Was jetzt? Ich nehme jetzt den abgeschrägten Pinsel, mache ich ein bisschen sauber von vorhin und gehe aus der Fergie-Palette in das glitzerige Schwarz und versuche das mal. Könnte natürlich jetzt ordentlich runterrieseln. Ja, das ist dann halt so, wo ich dann oft, der Moment, wo ich denke, Nadine, mach's doch endlich mal andersrum. Schmink doch erst dein Augen-Make-up und dann den Rest, ne? Das ist wirklich sehr, sehr häufig von Vorteil. So, aber das geht gut, ne? Die Glitzerpartikel, ich glaube, die halten auch nicht so. Also ich sehe jetzt gar nicht so krasse Glitzerpartikel hier. Nö. Ziehe ich mir bis hier vorne hin, so. Oder, wartet mal, wollen wir in den Spiegel gucken. Ja, doch, geht. Also ist sehr, sehr deckend, finde ich prima, hier dieses Schwarz aus der Palette. Doch, das gefällt mir. Ja, das macht schon was aus, ne? So sieht das jetzt aus und ja, ich werde jetzt mir noch schnell Mascara auf meine Wimpern klatschen und dann, ja. Und zwar ist das hier die von Maybelline. Ist das? Ja, die Push-Up Angel, diese, die habe ich euch schon mal gezeigt. Jetzt spinnt die Kamera mal wieder, jetzt auch hier. Das ist die Mascara mit, wo nur auf einer Seite diese Borsten sind. Und ja, muss man mögen. Ich komme mit der eigentlich relativ gut zurecht. Und ihr seht schon, das hätte ich nämlich nicht geglaubt, weil ihr seht, diese paar Zacken hier an der Bürste, dafür, dass das so kleine Borsten sind, gibt das ganz schön viel Produkt, finde ich, an die Wimpern ab. Ist auch ziemlich feucht, die Mascara. Ich kann aber auch richtig schön die Wimpern hier, seht ihr, nach oben drücken für ein paar Sekunden. Dass das dann halt schön, also ich habe schon lange, lange, wirklich lange, bestimmt schon seit 3 Jahren, keine Wimpernzange mehr benutzt. Ich selber finde, man macht sich damit die Wimpern nur kaputt. Die können ausfallen, die können abbrechen. Also wenn man sich Zeit lässt beim Wimperntuschen und die so nach oben biegt, finde ich, braucht man keine Wimpernzange. Okay, ich habe jetzt auch nicht gerade Wimpern, die im Naturzustand die kerzengerade sind. Meine sind schon leicht nach oben gebogen, aber naja, ich habe halt für mich festgestellt, ich brauche keine Wimpernzange. So, seht ihr, hier kommt man auch gut vorne ran, also die Mascara ist wirklich toll. So. Und ich finde, für einen Auftrag kann man durchaus tagsüber, also mir wird das jetzt reichen. Und genauso gut kann man da auch unten hier tuschen. Oh, hier hängt vorne ein Pöppel. Moment, so. Das geht ganz gut. Und wer es ein bisschen dramatischer haben möchte, der legt dann halt hinterher eine zweite Schicht nach. So, ihr Lieben, jetzt war der Akku doch leer und ich musste mal eben wechseln. Aber ja, ihr habt ja nichts mehr verpasst. Ich habe jetzt beide Augen getuscht und ja, ich zoome euch noch mal ran. So ist jetzt das Endergebnis von dem Augen-Make-up. Gemixt aus 3 schönen Paletten, die ich von der lieben Luzi geschenkt bekommen habe. Und ich muss sagen, mir gefällt das so sehr, sehr gut. Also da werde ich noch viel Spaß mit haben. Hier mit den 3 Paletten. Diese hier. Ja, also ich finde es schön. Ich trage das heute auch so. Und werde noch viel Freude damit haben. Und ich danke dir nochmal ganz, ganz lieb, liebe Lu, liebe Luzi. Genau. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude mit diesem Video. Und ich habe immer Freude
sowieso Spaß. Wenn es mir gut geht und ich Zeit habe, dann liebe ich es einfach, für euch Videos zu drehen. Und ich, ja, es macht einfach Spaß, ist ein schönes Hobby. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Freude und Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und freue mich jetzt einfach auf eure Kommentare. Wenn ihr Lust habt und Zeit, schreibt mir ruhig und oder gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten, wo euch gerade nach ist. Ich freue mich natürlich sehr über einen Daumen hoch, ist ja klar. Ja, dann würde ich sagen, entlasse ich euch jetzt. Bedanke mich fürs Einschalten und würde mich ganz, ganz doll freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.